Hallo, wir bestimmen den größten gemeinsamen Teiler von 96 und 144 mit der Hilfe von Primfaktorzerlegungen. Dazu bestimmen wir zunächst die Primfaktorzerlegungen der beiden Zahlen von 96 mit dem Befehl Faktorisieren und von 144 ebenfalls mit dem Befehl Faktorisieren. Nun bilden wir das Produkt der Primfaktoren, die jeweils in den kleinsten Potenzen auftreten. Also für den Primfaktor 2, 2 hoch 4 mal für den Primfaktor 3 die Zahl 3. Das Ergebnis lautet 48.